Moin, herzlich willkommen bei diesem Video. Ihr stellt euch die Frage, welches ist denn eigentlich das beste Messer für die Seven vs. Wild? Nygene-Flasche. Die mit einer etwas längeren Klinge, die passen meistens nicht rein. Und die, die reinpassen, mit denen kann man dann meistens nicht so gut arbeiten. Ich zeige euch in diesem Video, wie ihr dieses Messer hier, das Wolfgangs Hunter, was normalerweise nicht in diese Flasche passt, trotzdem reinbekommt. Und wie ihr vor Ort diesen improvisierten Griff anfertigen könnt. Wenn ihr also mehr wissen wollt, dann bleibt einfach dran. Ja, mit dem Messer und der Seven vs. Wild Flasche ist gar nicht so einfach. Ich habe auch lange rumprobiert, hatte in meiner ersten Flasche eben auch hier nur so ein Taschenmesser drin, beziehungsweise zwei Stück davon. Aber einige von euch haben es mir ja auch in die Kommentare geschrieben oder auch in der Community gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Videos, die sich damit beschäftigen. Und da habe ich mich einfach ein bisschen inspirieren lassen. Und ja, habe es jetzt tatsächlich geschafft und habe ein Messer in diese Flasche bekommen, was normalerweise gar nicht reinpasst. Das hier, das ist das Wolfgangs Hunter, die normale Version, nicht die Kinderversion. Und zwar habe ich einfach den Griff ein bisschen abgeflext von dem Teil. Ja, ich habe den ursprünglichen Griff, der dran war, mit dieser Gummierung, den habe ich einfach entfernt. Und ja, so passt das Ding wunderbar in diese Flasche rein. Ja, das Einzige, was ihr jetzt vor Ort machen müsst, ihr müsst euch entsprechend einen improvisierten Griff anfertigen. Ja, mit ein bisschen Paracord und ein paar Stöckchen ist das kein Problem. Das Einzige, was man hier beachten muss, ist halt, es sollte halbwegs stabil sein. Ich bin jetzt auch kein Knotenexperte, habe ich ja auch in meinen vorherigen Videos schon gesagt. Aber hier gibt es eine ganz, ganz einfache Lösung, wie ihr das wirklich relativ fest hinbekommt. Ja, das ist wirklich bombenfest, dieser Griff hier. Ihr könnt das individuell gestalten. Ja, ich habe das jetzt hier einfach ein bisschen kleiner gemacht. Oder eben nur eine Schicht von dem Paracord hier drüber gewickelt. Könnt ihr auch gerne mit mehreren Schichten machen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber es ist wirklich sehr, sehr stabil. Ihr könnt alles damit machen. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los und ich zeige euch, wie das funktioniert. Ja, hier seht ihr nochmal das abgeflexte Wolfgangs Hunter. Also ich habe das jetzt wirklich ein gutes Stück abgeflext hier oben, circa 2 cm. Diese Gummierung, wie schon angesprochen, die habe ich entfernt. Und ja, ich sag mal, im allergrößten Notfall könnte man damit jetzt vielleicht mal was schnitzen oder so, aber arbeiten ist natürlich nicht möglich. Vorteil, ihr bekommt es halt so relativ platzsparend in eure Nygene-Flasche rein. Ja, und wie ihr jetzt da einen improvisierten Griff dran bekommt, ja, eben einfach, wie schon angesprochen, aus ein paar Hölzchen, das schauen wir uns jetzt an. So, Schritt 1 für den Griff. Ihr sägt euch einfach so ein kleines Hölzchen hier zurecht. Ja, das macht er einfach ein bisschen länger als den Griff. Also circa 3 cm länger oder je nachdem, wenn ihr das länger haben wollt, kein Thema. Das passt ihr halt einfach eurer Hand an. Aber so ungefähr Faustregel, ja, ich weiß, Wortspiel. Ungefähr 3 cm länger als der Griff ist. So, der nächste Schritt. Jetzt wird es ein bisschen tricky. Jetzt wollen wir das ganze Ding einmal in der Mitte spalten. Das machen wir auch direkt hier mit dem Messerrohling. Ja, versucht wirklich, dass er hier gut die Mitte des Holzes erwischt. Ich nehme jetzt einfach hier das Schnitzeltri als Hämmerchen. Ja, versuchen ein bisschen mit Gefühl zu arbeiten hier, aber das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Ja, jetzt habt ihr zwei relativ gleiche Hälften. Wenn die jetzt nicht hundertprozentig gleich sind, das ist eigentlich auch überhaupt gar kein Problem. Also braucht ihr nicht wegzuschmeißen. Könnt ihr auch weiter mitarbeiten. Das ist gar kein Thema. Dann könnt ihr auch hingehen und könnt euch das hier in der Mitte, was heißt in der Mitte, einmal hier flächig noch ein bisschen zurechtschnitzen, ja, einfach ein bisschen gerade ziehen. Das macht ihr auf jeder Seite. Ist jetzt auch, also müsst ihr jetzt auch nicht zwingend machen, das geht zur Not auch so. Aber so habt ihr dann einfach noch mal ein bisschen
ein bisschen mehr Auflagefläche hier direkt auf dem Messerrohling. So, im nächsten Schritt schnitzen wir uns jetzt die Griffschalen noch ein bisschen zurecht. Und zwar macht ihr euch hier einfach, ihr legt euch die beiden Hölzchen nebeneinander und dann macht ihr so circa einen guten Zentimeter vom Ende, kerbt ihr euch das hier einmal ein und das gleiche macht ihr hinten auch nochmal. Ja, aufpassen, dass es nicht wegrutscht. Das kerbt ihr euch hier ein und jetzt schnitzt ihr euch hier, wo diese Kerbe gemacht ist, schnitzt ihr euch hier eine kleine V-Kerbe rein. Das ist jetzt auch, also ich mache das jetzt hier alles ein kleines bisschen, was heißt ausführlicher. Ihr könnt natürlich auch einfach hingehen und könnt einfach zwei Hölzer nehmen, um den Messerrohling und Paracord drum wickeln. Ja, dann habt ihr auch einen Griff. Das ist überhaupt gar kein Thema. Aber wir wollen das ja hier auch ein bisschen ordentlich machen. Beziehungsweise wir haben ja Zeit und deswegen machen wir das so. So, ich habe jetzt hier eine von diesen V-Kerben reingeschnitzt. Ja, das ist nachher einfach, dass das Seil bzw. hier das Paracord einfach ein bisschen Führung hat hier drin. Wie schon angesprochen, müsst ihr nicht unbedingt machen, aber in der Variante, wie ich diesen Griff hier anfertige, mache ich das so. Ja, das Ganze macht ihr jetzt noch dreimal und dann geht's weiter. Die vier Kerben wären jetzt drin und als nächstes könnt ihr euch das hier vorne und hinten einfach noch ein bisschen schräg anschnitzen, ja, damit der Griff nachher in der Mitte einfach ein bisschen dicker ist, beziehungsweise natürlich auch für die Optik. Macht ihr jetzt hier bei dem anderen genauso. Und ich sage es auch nochmal, das ist jetzt meine Variante von diesem Griff. Ja, natürlich kann man das auch anders machen. Man kann das natürlich auch viel, viel einfacher machen, klar. Aber ich habe da immer noch mal so ein bisschen an mich den Anspruch, dass es natürlich auch noch ein bisschen vernünftig aussehen soll. Und wie auch schon gesagt, also wenn ich in so einer Situation bin, dann habe ich ja auch Zeit. Ne? Also von daher kann man das auch ruhig ein bisschen schön machen. So, nachdem wir jetzt hier die Kerbe gesetzt haben und hier die Enden ein bisschen abgeschrägt bzw. abgerundet haben, können wir das ja schon mal grob an den Rohling hier dran halten und einfach schon mal gucken, wie es nachher mit der Länge sein wird. Ja, kann man ja auch noch ein Stückchen nach oben versetzen. Ja, ungefähr so wird es von der Grifflänge nachher sein. Wie gesagt, für meine Hand ist das so eigentlich optimal. Wenn jetzt noch Paracord drum kommt, ist es ohnehin noch mal eine ganze Ecke dicker, aber ihr könnt natürlich auch dann entsprechend zwei Lagen Paracord drauf machen. Kein Thema. So, als nächstes, das ist jetzt auch meine Variante. Und zwar brauchen wir dafür eine Ahle. So, die Ahle, wo ist sie? Die finde ich immer so schlecht an diesem Messer hier. Ja, die ist nämlich hier auf der Seite. Da haben wir sie. Und zwar gehen wir jetzt hin. Wir halten erst noch mal die Griffe hier aneinander, sodass sie auch richtig rum sind. So, dann gucken wir mal. Ja, wir nehmen hier die Seite, die ist etwas dicker als hier unten. Das nehmen wir jetzt als oberes Griffende.
Und da gehe ich jetzt hin und bohre mir hier mit der Ahle ein kleines Loch rein, beziehungsweise eine Durchbohrung. Und da kommt dann nachher das Paracord rein. Ja, dass man einfach am Griff oben eine kleine Schlaufe für die Hand haben. Ist jetzt auch rein optional. Muss man natürlich machen. Muss man natürlich nicht machen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Ist zwar ein bisschen tricky, also hier müsst ihr wirklich aufpassen. Mit der Ahle wirklich nicht zu fest und nicht zu schnell bohren bzw. drücken, weil sonst spaltet ihr hier das Holz durch. Und das wollen wir natürlich nicht. Ich hoffe natürlich auch, dass es jetzt hier nicht den Vorführeffekt geben wird, wie das nämlich oft so ist. Aber hoffen wir das Beste. Ja, nutzt am besten den kompletten Durchmesser hier von der Ahle, dass ihr gleich das Paracord auch hier durch die Löcher durchbekommt. Können wir gleich mal testen. Also ich mache das immer so bei dem Paracord. Ich brenne mir das hier oben mit dem Feuerzeug einfach ein bisschen an, dass ihr hier keine Fransen rausgucken habt. Das ist immer blöd, wenn ihr da irgendwo was einfädeln müsst oder so. Deswegen mache ich mir das immer ein bisschen heiß. Und dann passt das auch wunderbar hier durch, ohne Probleme. Jo, das passt. An der anderen Seite auch gleich nochmal testen. Jawohl, das sieht auch gut aus. So, halten wir das mal aneinander. Die Löcher auch parallel zueinander sind. Aber auch das sieht gut aus. Ja, passt durch, ist stabil, ist nichts gerissen. Also können wir mit dem nächsten Schritt weitermachen. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, schaut gerne mal in diese Playlist hier rein. Da bekommt ihr einfach mal einen kurzen Eindruck, worum es hier bei mir auf dem Kanal so geht. Es sind verschiedene Themen drin. Also wenn ihr Bock habt, schaut da gerne mal rein. Ich würde mich freuen. So, die Löcher für die Griffschalen hätten wir jetzt gemacht. Und als nächsten Schritt passen wir hier schon mal die Griffschalen auf den Rohling an. Ja, darauf achten, dass die Löcher, die wir hier gemacht haben, dass die nicht hier unten sind, sondern dass die auch hier oben sind, wo wir nachher das Paracord durchführen. Beziehungsweise, ich bin da mit Fachbegriffen jetzt nicht so geübt, aber ich meine, das Ding, was hier durchkommt, was dann hinten am Messer dran ist, hier dieses Teil, das ist ein sogenannter Lanyard, glaube ich. Keine Ahnung, also ich bin da wirklich nicht, was die Fachbegriffe, die englischen Fachbegriffe angeht, nicht so auf dem neuesten Stand. Bei mir war das bisher immer eine Kurbel, aber ich glaube, es ist ein Lanyard. Schreibt es mir in die Kommentare. Ja, wir schauen, dass die Löcher hier parallel zueinander sind. Und dann legen wir hier den Rohling da schon mal an. Ich mache das immer so, dass ich dann circa ja hier mit der Mitte von dem abgeschrägten Bereich hier vorne am Klingenanfang liege. So, als nächstes gehe ich hin und nehme hier ein Stück Draht. Da hatten mir auch einige in die Kommentare geschrieben, bei dem Flaschenvideo, was ich gemacht habe, ja, wenn du da Draht reinpackst, dann musst du ja da auch eine Zange mitnehmen. Aber ich kann euch so viel sagen, nein, das muss man definitiv nicht. Wenn ihr hier diesen Draht so ein bisschen hin und her biegt, hier so 10, 15 Sekunden lang, ja, das war's schon, dann ist der durch. Also da braucht ihr definitiv keine Zange für. So, dann stabilisiere ich mir jetzt hier den Rohling ein bisschen mit die Griffschalen, ein bisschen mit dem Draht. Ja, wickel das hier ein paar Mal drum. Braucht da gar nicht so viel zu machen, wie ich das jetzt hier mache. Aber sieht man nachher so oder so nicht mehr. Dann dreht ihr euch das einfach hier ein bisschen ein.
Auf der Unterseite oder auf der Oberseite, ist vollkommen egal. So. Und den restlichen Draht, den könnt ihr einfach da dran lassen. Das könnt ihr einfach hier in den Zwischenraum reinmachen. Also sieht man nachher so oder so nicht mehr. Aber jetzt habt ihr zumindest schon mal eine schöne Stabilisierung hier. Das heißt, wenn wir jetzt gleich anfangen, das Paracord zu wickeln, wackeln euch hier die Griffschalen nicht hin und her. Ja, nochmal gucken, dass ihr die Löcher beide auf der richtigen Seite habt. Nicht, dass eins hier unten ist und eins hier oben und ihr euch dann nachher wundert. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Und jetzt geht's direkt weiter. Und wir wickeln den Griff mit Paracord. So, jetzt wickeln wir das Paracord um den Griff. Ich hatte es ja eben schon gesagt, ich senke mir das hier hinten immer ein bisschen an, dass ich hier kein Gefranzel habe. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Meter Paracord hier auf der Rolle drauf sind. Ich denke mal, es werden so 6 bis 10 Meter sein oder so. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Oder so viel werden wir definitiv nicht brauchen. Aber das ist ja kein Thema. So, jetzt wird es ein kleines bisschen tricky. Und zwar geht ihr jetzt hin und nehmt das Ende, was nachher den, so müsst man es sehen, den oder das Lanyard bildet. Ja, das nehmt ihr euch hier nach hinten und legt euch dann hier vorne eine Schlaufe zurecht. Ja, diese Schlaufe legt ihr euch hier auf die Griffschalen drauf und lasst die hier vorne, ja, also 2 Zentimeter oder so, lasst ihr die hier vorne überstehen. So, dann haltet ihr das schön fest, dass euch die Schlaufe nicht verrutscht. Ja, hier das Gurtel, was den Riemen nachher bildet. Ja, passt ja auch auf, dass euch das nicht verrutscht, sondern dass das schön gerade hier drauf liegt. Und jetzt könnt ihr hingehen und könnt anfangen, das Paracord um den Griff zu legen. Ja, und eben hier drauf achten, dass ihr hier, seht ihr jetzt schon, löst sich die Schlaufe so ein bisschen, dass ihr hier mit dem Paracord, was ihr jetzt wickelt, auch wirklich hier auf der Schlaufe drauf seid, dass die euch nicht mehr aufgeht. Ja, das Ganze könnt ihr jetzt noch ein bisschen nach vorne verschieben, ja, dass hier das erste Mal binden mit dem Paracord, dass das hier in der V-Kerbe ist. So, und immer darauf achten, dass hier das Kordel gerade liegt. So, und jetzt geht ihr da schön Schicht für Schicht. Geht ihr da jetzt vor. Ja, hier seht ihr jetzt ganz gut, dass die Schlaufe, ja, die ist jetzt wirklich hier in diesen Wicklungen. Da liegt die jetzt quasi drin. Ist jetzt auch schon relativ fest. Gut, ich halte sie jetzt natürlich auch fest, ist klar. Aber was es damit auf sich hat, das sehen wir jetzt gleich noch. Und jetzt geht ihr hin und umwickelt hier erstmal den kompletten Griff mit Paracord. Ja, da könnt ihr auch schon drauf achten, dass ihr das relativ stark schon anzieht. Je fester das jetzt schon sitzt, desto besser. Aber da kommt nachher auch gleich nochmal diese Schlaufe ins Spiel. Ist jetzt ein bisschen Fleißarbeit. Könnt euch das Ding auch hier hinten ein bisschen hier ein bisschen reinlegen hier in den Zwischenraum. Und dann stört euch das nicht so. Ach, immer schon mal ein bisschen nachziehen. Könnt ihr jetzt natürlich auch noch hingehen und könnte direkt hier diese Griffschalen noch mal zusätzlich mit Harz oder mit Birkenpech oder irgendwas verkleben. Da hat man dann auch noch mal eine höhere Stabilität hier bei dem gewickelten Paracord. Aber das ist auch so kein Problem. So, wenn ihr den Griff bis hier oben hin gewickelt habt, dann kommt jetzt hier die Schlaufe zum Einsatz, die wir uns hier unten gelegt haben. Und zwar ziehen wir uns jetzt
hier dieses Stück Paracord, was ja hier unten von der Schlaufe kommt, einmal durch unsere Wicklung durchgeht. Das ziehen wir uns jetzt nach oben hin, um das Ganze hier unten zu befestigen. Ja, das geht jetzt ein bisschen schwierig. Ich hoffe, ich kriege das so hin, dass ihr es sehen könnt. Ja, langsam kommt's. Ja, das zieht ihr euch. Doch hier den Griff hier oben ein bisschen als Gegendruck benutzen. Und das zieht ihr euch hier bis in die Wicklung rein. So, geht jetzt wirklich relativ schwer, aber das sollte reichen. Wunderbar. So, und jetzt habt ihr hier unten richtig schön, also das ist wirklich, das ist bombenfest jetzt hier unten. Also das fühlt sich jetzt gar nicht mehr an wie Paracord. Das ist jetzt richtig, richtig fest. Ja, dann geht's hier oben weiter mit der Wicklung. Also ich sage jetzt auch nochmal dazu, ich bin kein Knotenexperte. Und mit Sicherheit ist der ein oder andere von euch, der jetzt hier für den perfekten Knoten kennt, um das hier wunderbar professionell zu verknoten, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Ich bin da wirklich für alle Tipps und Tricks offen, weil ihr müsst ja auch bedenken, also ich bin bei allem, was ich hier tue, ich bin ja kein Profi. Und einige von euch, die haben ja wirklich richtig, richtig Plan, was das angeht. Und da bin ich natürlich auch dankbar für den einen oder anderen Tipp, den ihr mir da geben könnt. Ja, dann wickelt ihr euch hier die Schnur weiter drum. Ja, zieht das richtig schön fest. Und dann habe ich das jetzt immer so gemacht. Dafür haben wir uns ja hier oben das Loch hier oben in den Griff gebohrt. Da gehe ich jetzt hin und führe hier einmal das Paracord von dieser Seite hier durch. Ja, ziehe mir das ein bisschen fest, halte mir das ein bisschen fest. Und jetzt das andere Stück Paracord, was wir jetzt gerade von unten durchgezogen haben, das führe ich jetzt hier von der anderen Seite durch das Loch. Das geht ein bisschen schwierig. Ja, da könnt ihr euch auch nochmal die Aale zu Hilfe nehmen. Gucken, ob es so funktioniert. Ja, drückt da einfach hier mit der Aale ein bisschen nach. Und dann kriegt ihr das hier auch wunderbar durchgefädelt. So, jetzt habt ihr quasi die zwei Schnüre jeweils auf den gegenüberliegenden Seiten. Da könnt ihr jetzt hier auch noch mal richtig schön festziehen. Und dann macht ihr euch hier oben einfach einen Knoten rein. Wie gesagt, da mag es jetzt wirklich professionellere Knoten geben, als wie ich jetzt hier reinmache. Ich mache jetzt hier einfach mal einen ganz, ganz normalen Doppelknoten rein. Das hält auf jeden Fall auch. Richtig schön festziehen und dann könnt ihr als nächstes hier oben euren Halteriemen knoten. Ja, können wir jetzt hier noch, ist nicht ganz hundertprozentig gleich lang, könnten wir jetzt noch ein bisschen abschneiden. Und da mache ich nämlich einfach die Schnüre hier doppelt und mache da diesen ganz normalen Standardknoten eigentlich für diese Halteriemen hier. So, auch noch mal ein bisschen nachziehen. So, jetzt können wir uns hier oben das Stückchen noch abschneiden, damit es auch gleich lang ist. Dann brennt ihr euch das einfach mit einem Feuerzeug wieder ein bisschen an und dann franzt das hier oben auch nicht aus. Ja, hier oben, das ist jetzt auch wirklich sehr, sehr fest. Ne, könnt ihr dran ziehen. Auch hier die Paracord-Schnürung richtig, richtig schön fest. Also da bewegt sich kaum was. Ja, dann würde ich sagen,
Jetzt haben wir das Messer soweit gewickelt. Wir haben den Halteriemen hinten dran. Und jetzt schauen wir uns an, wie sich das Teil in der Praxis schlägt. Ob wir damit ein bisschen batonieren können, was schnitzen können. Gucken wir mal, ob der Griff dran bleibt oder ob er uns um die Ohren fliegt. Ich meine, klar, hier muss man jetzt differenzieren. Es ist eine ganz andere Nummer, ob ich jetzt hier ein bisschen auf ein paar Hölzchen rumhacke oder ob ich mit dem Teil über mehrere Stunden oder gar Tage ein Shelter baue oder 14 Tage lang in der kanadischen Wildnis unterwegs bin. Ist eine ganz andere Nummer und mit Sicherheit wird sich da auch dieser Griff in ein paar Tagen wahrscheinlich ein bisschen lösen, lockern oder was auch immer. Aber ist ja auch eigentlich kein großer Akt. Kann man ja nachziehen, kann man nacharbeiten, dauert nicht lange. Und ich denke, es ist eine ganz brauchbare Lösung. Und jetzt schauen wir mal, ob der Griff dran bleibt. Ich mache jetzt hier mal so ein paar etwas energischere Schnitzarbeiten hier. Aber ich muss sagen, bis jetzt, da wackelt nichts, da rutscht nichts. Liegt auf jeden Fall gut in der Hand. Fühlt sich gut an. Die Klinge, auch wenn sie mal hängen bleibt, also da ist wirklich nichts locker, da wackelt nichts. Das funktioniert einwandfrei, würde ich sagen. Auch hier ein bisschen was hacken. Auch hier, Klinge sitzt fest, Griff sitzt fest. Gibt's nichts zu beanstanden. Also hier auf den ersten Blick, so für kleinere Arbeiten, funktioniert das auf jeden Fall gut. Also da kann man zumindest auf den ersten Blick nicht meckern. Müsste man jetzt halt einfach einen Langzeittest abwarten. Aber vom Prinzip her funktioniert es auf jeden Fall ganz gut. Ja, falls ihr Lust habt auf weitere Videos in der Art, schaut gerne mal hier in dieses Video rein. Da baue ich eine kleine Buschkraftsäge. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch, dass ihr dabei wart. Und ich würde mich freuen, euch im nächsten Video wieder begrüßen zu können. Also bis dahin, macht's gut!